Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei Die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Jede der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Ronan O'Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Oh. Aufgepasst, oh Lady! Nein. Nein. Nein, nein, nein! Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf.
Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon. Scheiße. Ronan, ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein, aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was, welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke, kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach, was in deinem Leben ist ungeklärt. Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebster. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Verdammt. Hey, du. Hey, hörst du mich? Komm zurück.
Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinge erscheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Mich hat gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt.